Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute möchte ich euch das Rezept für Adana Kebab zeigen und zwar original, wie das gemacht wird. Wir möchten nämlich grillen und wollen natürlich original Adana Kebab machen und die Gelegenheit habe ich natürlich genutzt, um euch das Rezept zu zeigen. Ich habe mich fertig gemacht und mache mich jetzt auf den Weg. Und ich werde euch dann vor Ort nochmal zeigen, was wir alles vorbereitet haben, wie so ein Grillabend bei uns aussieht, was wir dazu essen, welche Salate, welche Beilagen und. Für original Adana Kebab brauchen wir 1 Kilo gemischtes Hack, Rind und Lamm. Das ist sehr, sehr wichtig. Das muss schon ein bisschen fettiges Hackfleisch sein. 1/2 Teelöffel Blattpaprika, Salz. 1 Teelöffel oder ein bisschen weniger Paprikamark und ganz, ganz wichtig, ohne den geht Adana Kebab gar nicht. Ihr müsst ca. 100 Gramm Lammbauchspeck haben. Wenn ihr das nicht habt, dann habt ihr auch den Geschmack nicht. Wenn ihr die Möglichkeit habt, den Speck mit dem Hackfleisch im türkischen Laden oder wo ihr euer Hackfleisch kauft, einfach durch den Wolf durchziehen zu lassen, ist es natürlich am besten. Wenn nicht, dann könnt ihr das einfach klein schneiden mit hineingeben. Ich werde den Speck jetzt ganz klein schneiden. Am besten ist das natürlich, wenn ihr das am Vorabend vorbereitet, sodass das alles ziehen kann, dann schmeckt das auch am besten. Jetzt gebe ich alles in das Hackfleisch hinein und vermische das, also knete das so richtig lange. Mehr braucht ihr nicht. Das ist alles, was in Adana Kebab reinkommt. Aber wichtig ist natürlich, dass ihr das auch grillt. Also das schmeckt nur dann, wenn man das auch richtig grillt. Mit Kohle. Also nicht elektrisch. So, ich habe das richtig geknetet und werde das dann jetzt über Nacht einfach durchziehen lassen. Ich zeige euch erstmal, wie ihr das zu Hause mit Holzspieß machen könnt. Alle, die Eisenspieß haben, die können dann nochmal gucken, wie wir das original machen und dann natürlich auch so machen. Wie gesagt, wenn ihr keinen Eisenspieß habt, könnt ihr einfach so, wie ich es euch jetzt zeige, auf Holzspieß drauf machen. Ich habe das jetzt eine Nacht ruhen lassen und nehme dann so richtig große Stücke daraus und das wird dann einfach auf solche Spieße drauf gemacht. Wenn ihr natürlich auch Spieß aus Eisen habt, ist besser. Diese kann man aber auch wegschmeißen sofort. Die anderen kann man immer wieder benutzen. Ich werde euch dann natürlich noch zeigen, wie wir das grillen und was wir dazu essen. Also das wird richtig ein Grillvideo. Für alle, die gerne grillen, ich werde euch dann auch mal einige Grillsoßen zeigen. Dönersoße zeige ich euch noch. So sehen denn meine Adanas aus. Jetzt gehen wir aber grillen. Also ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass das flach getrocknet ist, damit das auch durch wird. So, das wär's dann. Peroni, Tomaten, Zwiebeln mache ich auch. Champignons können wir auch grillen, habe ich mitgebracht. So, wir bereiten hier Champignons vor. Champignons haben wir nicht gewaschen, einfach abgewischt mit einem Tuch.
Und in jede Champignon kommt ein bisschen Butter und Salz rein. Und auf dem Grill schmeckt das richtig super, super lecker. Das müsst ihr auch unbedingt mal ausprobiert haben. So, was haben wir denn hier noch alles? Rotkohlsalat. Dann haben wir Chiköfte. Tzatziki darf natürlich nicht fehlen, wenn man grillt. Unser Gemüse, was wir ja gegrillt haben. Zwiebelsalat. Und frittiertes Gemüse. Mein Diät ist heute hin. Ein eingelegtes Gemüse, Tusche. Ja, wir sind ganz schön viele Leute hier. Deswegen müssen wir auch viel vorbereiten. Wir werden alles aufessen jetzt. Alles. Und wir haben hier Lavaschbrot. Den könnt ihr entweder selber backen oder die gibt es auch fertig zum Kaufen. Unser Kebab wird dann einfach in Brot eingewickelt und dann rausgezogen. Zeige ich euch aber gleich. So, jetzt grillen wir aber endlich. Wir haben Hunger. Das ist natürlich alles schön aufgestellt hier mit zwei großen Grill. Dann kann man auch schön warm essen. Können alle warm essen. Ich finde das immer doof, wenn der Grill klein ist und einer ist und der andere guckt. Genau, ganz, ganz wichtig ist, das muss immer gedreht werden, da Hackfleisch ja ganz fettig ist. Scharf Hackfleisch. Deswegen ist das auch wichtig, dass man das immer wieder dreht. Sonst fallen die vom Spieß runter und das wollen wir ja nicht. Wie wollen die jetzt essen? Also ich liebe Grillen. Allein der Geruch reicht. Also ich brauche nicht viel zu essen, aber dieser Geruch reicht mir schon. Wie ihr sehen könnt, werden die ständig gedreht. So, jetzt wollen wir euch mal zeigen, wie die serviert werden. Wie gesagt, das wird einfach in Lavaschbrot eingewickelt und rausgezogen. So werden wir das dann auch essen. Natürlich mit unserem Salat. So, jetzt wollen wir essen. Oh, lecker, richtig lecker. Für euch probieren. Ich werde ein bisschen Salat reinpacken. Und was haben wir? Gemüse habe ich. Oh, ich liebe Peperoni und Tzatziki. Einfach angewickelt. Oh Mann. Man kann natürlich beliebig alles reintun und dann ein bisschen Zitronensaft und einfach in Lavaschbrot einwickeln. Das müsst ihr unbedingt mal probiert haben. Schmeckt richtig lecker. So, die Champignons sind auch schon fertig. Jetzt will ich mal probieren. Also ich liebe Champignons gegrillt. Also die sind richtig lecker. Mmh. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Sind super, super lecker. Ich glaube, ich kann jetzt alles aufessen und dann habt ihr gar nichts mehr. Ich höre jetzt auf. So, wir haben hier Peperoni und Auberginen. Die werden gegrillt und daraus kann man dann einen leckeren Auberginensalat machen. Schmeckt auch richtig super, super lecker. Auberginen werden einfach auf der Kohle gegrillt und dann kann man die Haut abziehen und klein schneiden. Aber das Rezept habt ihr ja schon gesehen, habe ich euch gezeigt. Aber auf dem Grill schmeckt das natürlich am besten. So, das ist dann ein Teller, wo alles drauf ist. So,
ich bin richtig satt und bin dann auch wieder zu Hause und hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen hat. Das war nämlich ein Wunschrezept von vielen Abonnentinnen. Sie hatten immer nachgefragt, wie kann man original Adana Kebab machen. Genauso könnt ihr das machen. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim Ausprobieren. Ich werde euch natürlich noch einige Grillsoßen zeigen. Dönersoße möchte ich euch noch zeigen. Aber bis dahin, wie gesagt, könnt ihr schon mal Adana Kebab machen und wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.